Wir haben rund 200 Helfer im Einsatz. Jeder Helfer bekommt einen Rucksack, den gleichen Rucksack wie hinterher auch die Läufer bekommen. Der Helfer ist auf der Strecke, der Helfer hat dann ein Getränk dabei, ein Informationsblatt, damit er weiß, wenn jemand Fragen stellt, wo befindet sich die Dusche, wo ist die Getränkestation, damit der Helfer das auch beantworten kann. Diese 200 Rucksäcke für die 200 Helfer bereiten wir heute die Helfer aus Bocklingen und Nördlingen vor und verteilen die vorab an alle Helfer, damit die genau wissen, was abgeht am 5.5. Allerdings müssen wir jetzt Nachschub holen. Jetzt sind wir gerade arbeitslos. Ja, die sind jetzt fertig. Rund 200 Helfer arbeiteten in wochenlanger Vorbereitungsphase für den bereits 10. Ipfries-Halbmarathon. Ob nur die Markierung der Strecke, das Absperren in der Innenstadt oder das Aufhängen der Plakate, es gab für wirklich jeden etwas zu tun. Fünf Stunden vor Startschuss des Marathons war noch einiges zu tun. Ja, ich mache jetzt hier die Nachmeldungen. Also man kann sich heute bei dem schönen Wetter auch nochmal anmelden und doch noch mitlaufen, wenn man sich spontan entschließt. Und wir sind jetzt hier bis 16 Uhr, also bis 16 Uhr kann man sich noch anmelden. Und danach packe ich mein Olga-Schild, lege das in mein Auto und fahre zwischen Uzmemmingen und Rochtelfingen und mache da einen Getränkestand, damit die durstigen Läufer da noch was kriegen von uns. Und auch dieses Jahr wieder waren sehr viele Sponsoren mit am Start. Im Kalender der Stadt Nördlingen. Ich will Sie jetzt aber nicht mehr mit langen Reden langweilen. 3, 2, 1, Ölstadt 2, 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
Sommerfahrer noch. Die Trinkstation, alkoholfreies Bier für die Läufer, ein Stück weiter Wasser, Banane und Obst, alles kostenlos, aber nur für die Läufer. Hallo, servus, wir sind vom Physiotherapiepraxis Sobek in Nördlingen. Ich bin im Orga, Sie sind dabei von Anfang an, schon vom ersten Jahr ab. Wir machen das 10 Jahre, mache immer Massage danach, nach Marathon. Ich wurde immer sehr gut angenommen, meine Mädels sind ja auch bereit, das zu machen. Macht viel Spaß, macht denen Spaß, macht mir Spaß. Ich bin selber auch, du kannst laufen, bin auch dabei. Und wie gesagt, ich denke, die Läufer, die nehmen das alles sehr gut an. Und es gibt nichts Schöneres wie nach einem Marathon eine leichte und lockere Massage. Bestens, deswegen liege ich hier. Der Tag war eine tolle Veranstaltung. Über 900 Teilnehmer hat man noch gar nie. Wetter war, glaube ich, gut. Und es sind alle gesund angekommen. Das ist ganz wichtig. Hervorragend. Also ich kann so nur sagen, von der Strecke her hat wunderbar geklappt. Wir sind alle sehr glücklich, dass es ihnen so gut gegangen ist, in den Läufern. Viele sind hergekommen, haben sich bedankt extra noch. Wir haben auch gesagt, schön, dass ihr gefilmt habt. Nicht nur im Grund. Ja, genau. Wir in Bopfingen, wir haben dieses Jahr ganz besonderes Zeug gelegt. Haben versucht, einen geilen Fehler hinaufzuschlagen. Ich glaube, das haben wir auch hingekriegt. Super, mit Radio 7, mit ENBW und ganz vielen Leuten und ganz vielen Helfern. Super, wir sind ganz geschafft, wir sind ein bisschen fertig, aber ich bin jetzt aber auch glücklich, dass alles so gut ist. Und ich glaube, die Leute haben noch Spaß. Dann schwingst du noch auf den Radio 7, Mann, dass du auch noch was zu sagen hast. Nimm die Veranstaltung Fallout, weil der ist zum ersten Mal dabei. Also es ist tatsächlich mein erster Ipris-Marathon und ich bin echt wahnsinnig traurig, dass hier die anderen Leute auch schon da waren. Wobei, die waren ja ohne mich, deswegen waren sie wahrscheinlich nicht so lustig. Nee, tolle Veranstaltung, super Strecke. Ich bin die heute Vormittag schon abgefahren, nicht gelaufen, habe sie mir angeschaut, wäre gern mitgelaufen, aber muss ja arbeiten. Tolle Stimmung, andere Strecke hier auf dem Marktplatz. Also der 10. ist erst der Anfang, ich hoffe, es kommen noch viele, viele mehr.